Nee. Nein. Oh. Ich bin gerade auch so still, ey. Kein Essen. Auch kein Essen. Sag mir nicht, das war's jetzt in den Häuser, wo man reingehen kann. So, warte mal, ich dreh mal kurz was. Ich so voll fair, keine Ahnung, was bin. So. Oh, wir waren in dem einen Haus unten noch nicht drin. Das ist noch nicht in beiden Räumen. Trinken. Nix. Fuck. Okay, ich werde so sicher sterben. In der Scheune, in der Scheune. Feuerwache. Wahrscheinlich auch der andere Spieler. Da kann man rein. Okay, okay. Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Noch gibt's noch kleine, aber feine Hoffnung. Zum Beispiel das Eckhaus hier. Gott, da wird sie viel Zombies in der Mitte. Geht diese Hoffnung so schnell runter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt Essen finde, also wenn ich nicht am Hunger sterbe, dann sterbe ich durch die Zombies, glaube ich. Boah! What the? Ist er tot? Nee, der lebt noch. Hat. Hab Essen dabei gehabt, bitte. Nein! Der hat echt kein Essen dabei. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Nein! Jetzt sterben wir. Nein! Okay, das war's. Boah, ich hatte echt keine Chance mehr. Oh, das war ein Hero. Warum schießt er auf mich, wenn er ein Hero ist? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, die Heroes sind nett. Ah, naja. Ich würde mal sagen, der war selber schuld. Ne? Fuck. Oh Gott, ich muss echt im Metro spawnen und dann muss ich ganz schnell mich verpissen. Okay, wir sehen uns dann, wenn ich gespawnt bin. Okay, da bin ich wieder, wie es jetzt bei Metro ist und wir hauen jetzt ganz schnell ab. Und holen unser Zeug wieder. LOL, wie perfekt bin ich denn bitte gespawnt? Wie perfekt denn bitte?
Schnell rüber. Zeug holen. Okay, die Bugs sind immer noch da. Komisch. Oh, geil, geil, geil. Vielleicht komme ich wieder mein Zeug, ey. Das wäre so geil. Aber so geil, wie ich den einfach nur weggebasht habe. Ich habe einfach drauf gehalten und nichts anderes. Boah, das war der allererste, den ich das hat gekillt. Ja, er ist selber schon wieder gehupt hat. Ich war voll drauf gefasst. Oh, meine Geflexe. Ich dachte erst, das war ein Zombie. Aber ich dachte, oh Gott, den kann ich ausweichen. Das war ein Spieler, ey, die Reflexe. Das kann man ja bei mir gar nicht Reflexe nennen. Da hat er mir ja schon 5 Schuss neiballert. Ich habe nicht geblutet, was sich ja nicht gewundert hat. Ich bin auch stark gegen die Zombies gewehrt und dann war es das. Jetzt juckt es mich im Ohr, scheiße. Okay. Gerade geschossen. Komm, scheiß drauf. Einfach schnell weiter. So, ich meine, jetzt habe ich hier eigentlich nichts mehr zu verlieren, ne? Weil ich habe das Standard-Equip, ich kann da gleich wieder spawnen oder halt in der Nähe. Und jo. Sieht nicht so aus, als hätte ich jetzt irgendwie großes zu verlieren. Das heißt, ich kann einfach reinrennen und hoffen. Aber jetzt noch ein Magazin. Das heißt, wir werden uns ein bisschen bei den Zombies zurückhalten. Jetzt alles, dann würde ich mal sagen, meine Leiche plündern. Das Kreuz kaputt machen, damit ich da durchkomme und dann die andere Leiche plündern und das Kreuz kaputt machen. Dass ich da durchkomme. Aber wahrscheinlich kein Essen, sonst erst aufgehoben. Ah, ich gucke trotzdem nochmal sicherheitshalber. Wieder alles ganz friedlich und die Vögel zwitschern. Oh ja. Das ist jetzt genau diese Momente, wo mir das jetzt so richtig viel Bock macht. Einfach wo ich mir so jetzt denke, oh Gott, der hätte hier genauso spawnen können. Wenn er gewusst hat, dass das gleich neben Mitrowitz liegt, hätte hier genauso spawnen können wie ich und ich habe noch einiges länger überlebt. Das heißt, er könnte schon längst das Zeug geplündert haben und wieder abgehaut sein. Na okay, so viel jetzt doch nicht. So ähnlich. Die ganz überlebenden Zombies. Welches Skin habe ich jetzt überhaupt? Oh, der ist auch schön. Doch, ist gut. Ist gut. Okay. Ich werde einfach mal versuchen, die Zombies zu umrunden. Weil mein Ziel der obersten Priorität ist jetzt erstmal wieder an mein Zeug zu kommen. Seht ihr den Baum da? Halt kurz warten, bis sich Zombies erzogen haben. Wir können jetzt nach vorne rumgehen, aber ich glaube, ich gehe lieber zum Hintereingang rein. Aber ich jetzt wirklich aufmerksam gespielt und nicht einfach nur essen, dann hätte ich höchstwahrscheinlich erstmal zu den Fenstern reingeguckt, vermutlich, und dann hätte ich schon gesehen. Und wäre der wirklich. Da ist ein Spieler mit meiner Waffe drin. Komm, jetzt verfalle das ganze Zeug und ich darf wieder warten, bis die Zombies weg sind. Als da war schon einer drin, hat sich das Zeug geholt und ballert jetzt erstmal mit der Waffe rum und jetzt kommen die Zombies und killen ihn. Hoffentlich. Da ist er. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen.
ey. Mal gucken, vielleicht können wir die noch umschnetzeln. Unser geilen Makarov. Ich glaube, der ist oben im Haus. Ich würde ihm jetzt gern mit einem Schuss bedeuten, jetzt soll er lieber verschwinden, ich bin hier. Aber ich lasse die Zombie einfach ihr Zeug tun und dann. Renn, Schlampe, renn! Okay, die Zombies reichen völlig, weil wenn er sich bandagieren will, war's das. Ich gehe trotzdem auf Nummer sicher. Bitte habt's auf ihn abgesehen, bitte habt's auf ihn abgesehen. Scheiße. Wie viele Zombies? Er schießt auf mich. Ich hab die Schüsse gehört. Wie ist er bei mir? Fuck. Lol, das war ein Schuss. Okay, da hat der Winchester. Ja, der hat sich selber wieder geplündert. Puh. Ja, okay, dann warte ich jetzt erstmal ein bisschen, bis ich wieder weiterspiele, weil ich bin so ein bisschen genervt. Und wir sehen uns dann bald wieder bei The Set. Bis dann. Aufnahmeknopf? Warum gehst du nicht aus? Hallo? Okay, dann werde ich kurz fest beenden. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde The Set Origins. Und jo, ihr seht schon, wir haben schon wieder eine Lee Enfield und so. Und jo, sieht eigentlich ganz gut gerade aus. Also ich bin jetzt auch auf einer anderen Server, weil ich habe leider aus Versehen den anderen aus meinen Favoriten gelöscht. Und jo, eigentlich habe ich ein bisschen mit Niklas zusammen gespielt und ich hätte jetzt eigentlich auch mit ihm aufgenommen, aber er hat irgendwie keine Zeit oder so. Jo, und ja, er hatte keine Zeit. Nix oder so. Und wir gehen dann gleich mal runter in die Stadt. Zurzeit sind nur 7 Leute auf dem Server, aber das liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit. Wir haben nämlich gerade erst 1:15. Ja. Aber es ist halt unter der Woche, ne? Und ich habe halt Ferien und so, deswegen kann ich jetzt zocken und deswegen sind halt nur so, ja, so. Sei mal höchstens 10 Leute drauf. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie jetzt noch mehr drauf gekommen sind. Ich guck mal kurz. Players. Na, nicht so viel. Jetzt verzieht's schon. Jo, deswegen soll es ziemlich sicher sein, eigentlich sind auf dem Server so 40 bis 50 Mann drauf, also nun, ziemlich voll. Aber es geht. War eigentlich auch der Server, wo ich jetzt bis jetzt meine beste Runde habe, von der ich letztes Mal erzählt habe. Jo. Okay. Oh, da geht's gleich wieder ab. Hat sich der jemand anderen genannt oder? Keine Ahnung. I don't have any Ahnung. Ich bin mal auf die Idee gekommen, dass es schlechte Idee ist, da reinzugehen, weil das eine Anfängerstadt. Also, in der Nähe spawnt man da als Anfänger. Ich bin jetzt auch nur da kurz gespawnt, da war es nach, bin ich einfach da hochgerannt und ja. Jetzt riecht gleich wieder hier runter. Vielleicht ist da ein bisschen was gespawnt. Ich glaube, da geht's auch Supermarkt. Was habe ich überhaupt so alles dabei? Eine Taschenlampe, Zeug, Money und das war's dann auch. Okay, ich habe fast nichts dabei. Das wird sich hoffentlich jetzt bald ändern. Ja, wo ich auch drauf war, das war das auch lustig. Und zwar war da jemand, der hat, als wo ich hier angefangen habe mit dem, also wo ich hier auch die Liege gefunden habe. Da hat jemand erstmal die komplette Stadt, also überall, wo er hingelaufen ist, hat er zuerst eine Flare reingeworfen. Und das war einfach so auffällig, das glaubt ihr gar nicht.
Da spawnen schon schön die Zombies. So, wie gesagt, das ist immer noch mein Ziel. Das ist eigentlich auch das, was ich das Ziel erreichen wollte. Ja, Haus zu bauen. Das ist eigentlich mein oberstes Ziel, Haus zu bauen. Da gesagt, Sektor B und dann Zeug da rein liefern. So, wir mal ein bisschen vorsichtig. Gab's nicht auch einen Supermarkt? Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Stadt wir sind, leider. Habe ich leider vergessen. Wie die heißt. Aber